Geborgenheit. Also für mich ist wirklich Stillen Nähe und Geborgenheit geben. Zweisamkeit, glaube ich, hauptsächlich. Das ist so, es ist mir egal, was drumherum passiert. Das sind einfach nur mein Baby und ich. Ja, das ist die größte Liebe, die man, glaube ich, spürt. Also ich für mich, wenn ich sie angucke. Ich merke einfach, wie sie runterkommt, wie ich runterkomme. Gerade auch, weil sie immer im Liegen trinken möchte, ist das für uns wirklich ein Moment der Ruhe. Diese Zweisamkeit ist was ganz Besonderes dabei. Ich könnte manchmal weinen, weil es so niedlich ist gerade. Und ich so denke, die darf niemals was zustoßen. Und manchmal lache ich einfach, weil sie mich dann anguckt und dann auch lachen muss. Und man kann halt zusammen einfach so gleich auf dem Sofa liegen, ein bisschen kuscheln. Der Hund kommt da meist noch dazu. Und dann liegt man so zu viert auf dem Sofa, ne? Ja. Ruhe. Also das ist für uns so dieses Runterkommen. Ich merke, jetzt kommt die Milch und jetzt trinkt sie und jetzt entspannt sie. Ja, für mich ist das ein ganz warmes Gefühl, das mit sehr viel mit Nähe zu tun hat. Also ich möchte das nicht missen, diese Beziehung zum Kind auch. Ganz viel Liebe. Also wirklich so unendliche Liebe und Dankbarkeit irgendwie dafür, dass sie so gesund ist und einfach so ein fröhliches, ausgeglichenes Kind ist. Für mich ist es auch eine kleine Auszeit. Also einmal kurz eine Pause. Da kann eigentlich drumherum die Welt untergehen. Es ist einfach so eine innere Ruhe, die man dann hat.